magisch, magisch, mystisch, mystisch, majestätisch, majestätisch. Eine Villa mitten im Rhein-Main-Gebiet. Auffällig diese Wandmalerei. Vollbracht von diesem Mann, darf ich vorstellen, Alexander Ossipow. Der russische Künstler liebt seinen Beruf. Wandmalerei ist sein Spezialgebiet. Ja, wir haben erst mit Architekt zusammengearbeitet, mit Kundschaft natürlich auch. Wir haben einfach gedacht, was passt da richtig für dieses Haus, für diese Ambiente, für diese Umgebung. Ja. Und wir haben gefunden, diese Idee, das gerade war vier leere Nischen da vorne. Und wir haben gedacht, das passt richtig gut, so diese Grisaille-Malerei. Und passt auch vier Elementen in dieses Haus. Das auch passt zum Fassaden, diese Dekorationsmalerei, der Grisaille-Malerei. Akribisch und leidenschaftlich, gepaart mit einer Portion Geduld, so entstehen seine Meisterwerke. Das ist Venedig, so nah und doch so fern. Ja, das braucht schon eine Zeit. Ja. Das braucht Zeit für Entwickeln, diese Idee, und dann zum Malen. Das ist über 5 Meter breit, dieses Bild. Das ist schon. Ich kann nicht jetzt schätzen, wie lange wir haben gebraucht, aber es ist schon 3-4 Monate für dieses Bild. Das Schwierigste war, dass es die Bild war, das ist auf Leinwand gemalt und es war ein Atelier fertiggestellt. Ja? Das bedeutet, es ist gerade auf Keilrahmen. Und da ist nicht direkte runde Wand, das ist nicht direkte Wand, das ist rund. Das muss man einfach auch, das soll auch perspektivisch stimmen. Ich habe erst eine Schablone, Kartons gezeichnet mit Keule. Oder mit Bleistiften, ja, und dann haben wir da geklebt und ich habe noch korrigiert, weil das soll ja auch perspektivisch stimmen, ja, diese Art wie ein Panorama, dieses Bild.
einfach nur Gestaltung für diesen Innenraum, für dieses Interieur. Ja? Und das ist im Prinzip von Haus war gebaut und klassischer Stil, Stil Klassizismus. Und damals war auch viel Bilder verwendet für solche Sachen. Und das ist so Parklandschaften, so alte Damen. Natürlich, das ist alles neuer Bau, aber das ist schon passt richtig gut, ich finde, für dieses Haus. Und das auch mit Farbe, so Pastelle, grüne Farbe. Ja, und mit Ornamentmalerei, mit Gold. Das ist schon, glaube ich, gut geworden. Ich hoffe.